Machst du einen auf Jäger oder wie? Nein, Bianca. Ach so. Klang jetzt ein bisschen männlich für Bianca, aber ist okay. Ja, die hat ja auch so eine Vorherrschung. Findest du? Oh, oder? Weiß nicht. Redest du vom Original oder redest du vom Neuen? Ich weiß es ja nicht. Ich würde mich besser dran erinnern, wenn sie in Spyro 4 Enter the Dragonfly mehr als einen Satz sagen würde. Ja. Ich finde das Spiel aber gut. Ja, ist es ja auch. Das Spiel. Ich meine, viele Leute, die mögen es ja nicht so, aber ich persönlich muss sagen, ich finde es. Es ist jetzt kein Meisterwerk, also es ist auch nicht auf demselben Level für mich wie die alten Teile unbedingt, also jetzt so komplett, aber es ist schon, es ist besser als viele Leute es reden, finde ich. Und ich, wenn die, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, ein paar Wochen noch, weil die hatten ja damals leider ja mal Zeitdruck und dadurch ist es ja leider nicht so ganz so geworden, wie es eigentlich geplant hatten. Das finde ich heutzutage ja echt scheiße, dass das alles von der Zeit abhängig ist. Sollen sie doch den Leuten oder den Entwicklern die Zeit geben und dann ist das gut. Warum muss das immer auf einen Termin, auf einen Punkt zu stellen? Ja, vor allem. Das ist doch scheiße sowas, ne? Ich finde das doof. Ich meine, heutzutage ist das ein bisschen, zumindest in Teilen, nochmal wieder was anderes zum Glück, weil ich sag mal, im Zeitalter von PS3, PS4 spätestens war es ja dann auch möglich oder halt auch bei PlayStation, bei PC-Spielen oder so, dass man die halt patchen kann. Aber damals, als Spyro 4 rauskam, Enter the Dragonfly für die PlayStation 2, da war es halt natürlich noch nicht möglich, technisch. Ohne weiteres so. Und das ist halt schade, dass man da dann halt nichts machen konnte. Mhm. Da wurde dann drauf gedrängt, oh, wir müssen das jetzt aber ganz dringend, oder hier, ihr müsst das jetzt ganz dringend noch bis Weihnachten fertig kriegen, damit wir das pünktlich zu Weihnachten verkaufen können. Scheiß drauf, wie weit ihr seid, macht das jetzt. Ja. Das ist halt einfach scheiße. Und es tut mir halt auch fürs Spiel leid, weil das hat eigentlich echt coole Ideen und so. Und die Atmosphäre gefällt mir auch so in vielen Leveln ganz cool. Das ist cool Level bei Nacht zum Beispiel. Ja, es gibt viele geile Sachen, weil. Deswegen, ja, das fand ich halt schade. Aber ich bin mal gespannt auf die anderen Spyro-Spiele, die neueren, die kenne ich ja noch nicht so. Außer jetzt die Reignited Trilogy, aber. Ich kenne halt den letzten eigentlich, Dawn of the Dragon, den hatte ich mal angespielt mit Timo. Ja. Wir sind aber irgendwann festgehangen. Also das war eigentlich ein geiles Spiel, hat uns echt Spaß gemacht. Das habe ich, glaube ich, bei dir auch mal kurz angezockt oder was. Hattest du da irgendwie dran gehabt, das weiß ich noch. Ja, ja, mit diesen Spyro und, wie heißt Künder. Sie? Künder. Spyro und Künder. Sünder oder Sünder? Sünder, weiß ich gar nicht. Sünder, ich weiß. Die alte Google-Dame hat immer Künder gesagt. Künder, ja. Gehe ich gerade in die falsche Richtung? Ja. Geil. Das ist ja geil. Und ich merke das nicht mal. Da bitte, liebe Leute, dort draußen in den Kommentaren, ich weiß, dass ihr da seid. Also tut nicht so, als wenn ihr nicht kommentieren möchtet. Schreibt uns bitte mal, falls ihr das rein zufällig wisst, wo man die Stimme der alten Google Sprecherin, wenn man jetzt bei Google Translate irgendwie was übersetzt hat. Gab es ja damals eine alte Stimme vor so 3, 4, 5 Jahren. Und jetzt, die haben sie ja mittlerweile ausgetauscht, leider mit einer neueren, die besser ist, aber für unsere Zwecke eigentlich nicht so gut. Weil wir wollen ganz gerne die alte irgendwie nochmal wieder finden. Ich glaube, du hast diesen Aufruf schon bestimmt 2, 3 Mal gestartet und ich glaube, es weiß immer noch keiner. Ich mach's trotzdem nochmal. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Okay. Man soll es ja nicht. Und ja, also falls ihr wisst, wo die alte geblieben ist. Dann sag mal bitte denn? Bescheid. Ja, wo ist sie denn? Ha, schön. Dann sagt uns mal gerne Bescheid, weil das wäre schon ganz geil. Da würden wir nämlich dann nochmal ein bisschen uns drüber beömmeln und so. Auf jeden Fall. Und ein gewisses letztes Übersetz vielleicht aufnehmen. Ein was? Ein Video? Ein letztes Übersetz, ja. Ach, was hat das denn noch? Ich weiß es nicht mehr. Das muss man vielleicht einmal kurz erklären. Ich meine. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, geht dir das eigentlich auch so? Wäre eigentlich echt mal eine interessante Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie dann was streame oder so dann aufnehme. Ja. Gehst du oder hast du dann auch immer im Hinterkopf, dass du mit dem Projekt, was du jetzt gerade machst, auch vielleicht neue Zuschauer dabei hast und da vielleicht erstmal so ein paar Sachen auch dann erklären möchtest, musst oder wie auch immer?
Oder gehst du halt immer so gedanklich von deinem Stammpublikum aus, wenn du sowas... Meinst du mit erklären, dass ich so Insider-Witze und sowas erkläre? Genau, oder? Genau. Also jetzt zum Beispiel bei dem Punkt so letzt übersetzt, dass das halt so ein Insider zwischen uns ist mittlerweile, weil wir das als Projekt... Ehrlich gesagt mache ich das nicht jedes Mal. Ich stelle gerade mittlerweile fest, dass mich Leute immer auf Sachen hinweisen, die ich wieder vergessen habe. Jetzt nämlich gerade in dem Resident Evil Remake zum Beispiel, da kam ganz oft, weil ich habe da mal eine Frage gestellt, warum ist denn das jetzt so? Und dann haben ganz viele kommentiert, ja, das ist doch Herbert, weißt du doch, der verschiebt doch immer alle Kisten, weil ich habe früher mal einen Witz gebracht, Herbert ist dafür verantwortlich, dass er halt die ganzen Kisten wieder zurückschiebt und so. Ja. Und das habe ich selbst halt vergessen. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal, haben die Leute kommentiert, ach Alex, das ist Herbert, weißt du doch und so. Und ich denke, ja, klar. Aber das, das ist tatsächlich so, dass die schon eher über meine Insider Bescheid wissen als ich, weil ich hab's dann schon vergessen. Das kenne ich aber auch noch. Ja, ja. Herbert, genau. Genau. Den hast du immer Herbert genannt, ja. Richtig, weil ich eine Erklärung dafür haben wollte. Richtig, ja. Ja, anders geht's ja auch nicht. Nee, man soll vielleicht, deswegen kam ich halt gerade drauf, jetzt übersetzt, das ist halt auch so ein Insider von uns beiden so mittlerweile. Ja. Und weil wir das ist ein Projekt, was wir, glaube ich, tatsächlich... das erste Mal 2013 besprochen haben, dass wir das mal machen wollen. Boah, das ist auf jeden Fall schon Ewigkeiten her, ja. Ich glaube, das war das erste Mal, wo ich bei dir war. Da kam man da irgendwie schon drauf. Mhm. Und es geht im Prinzip darum, dass besagte Google-Tante, also die ehemalige Google-Sprecherin da, die Computerstimme, Sachen übersetzt und uns das dann vorliest und wir darauf reagieren oder halt uns so ein bisschen abgeiern und sowas. Ja. Das ist eigentlich so die Grundidee. Mhm. Und wir hatten die halt damals irgendwie gefunden, haben uns dann auch beömmelt und irgendwann war die aber leider weg. Die wurde dann halt ausgetauscht. Eben, das ist halt nur witzig, weil die halt so komisch abgehackt gesprochen hat, aber teilweise die Wörter echt sowas von blöder ausgesprochen hatte. Das! Oh, ich komme da nicht über diese scheiß drei Kisten rüber, ey. Das ist doch nicht wahr. Das. Zum Glück ist das ein Bonusbereich. Dass ich keine Leben verliere. Ja. Ja, das, genau. Wie zum Beispiel Künder. Oder auch Songtexte war auch sehr geil. Ja. Nein, give it to me, Barbie. Give it to me, Barbie. Uhu. 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 Das war so geil. Give it to me, Barbie. Uhu. Uhu. Ich komme da nicht rüber. Falls ihr übrigens wundert, das ist ein Songtext von einem sehr schönen The Offspring-Song. Ja, richtig. Pretty Fly for White Girl. Richtig. Sehr schönes Lied. Habe ich jetzt auch letztens auf der Arbeit gehört, The Offspring. Aha. Auch mal nach längerer Zeit mal wieder. Ist echt geil. Ich höre jetzt gerade im Auto wieder so ein paar alte Saltatio Mortis-Alben. Da kenne ich mich tatsächlich auch noch nicht so aus. Da könntest du mir tatsächlich ein paar Empfehlungen geben. Ja, ich habe ja nur zwei. Wie sind die? Ja, die sind gut. Wie heißen die denn? Wie heißen denn die Alben? Ich schieb ja halt nur die CD rein und dann höre ich sie. Oh Gott, irgendwas mit Erwacht. Irgendwas mit Erwacht heißt das eine. Das andere habe ich schon. Das zweite Gesicht heißt das andere. Okay. Das Erwachen und das zweite Gesicht, kann das sein, ich glaube. Erwachen gibt's. Erwachen. Das von 2004. Genau, und das danach ist. Das zweite Gesicht ist das danach, weiß ich gerade nicht von wann. Kann sein, ja. Da hör die Trommeln, falsche Freunde. Ja, das ist ein richtig geil hier, die mache ich sehr gerne. Ja, das habe ich jetzt hier auch. Acht Kisten fehlen da jetzt, habe ich jetzt. Aber sie muss mal gucken, die Subway to City, die haben jetzt auch ein neues Album. Ja. Wollen wir mal schauen, ob das schon raus ist. Was habe ich denn da getroffen? Das zweite Gesicht, genau. Das kam aber vorher. Was habe ich denn da getroffen? Das zweite Gesicht. Achso. Aha. Was denn? Dann gibt's noch Tavernakel, das war das erste Album von denen. Das kenne ich jetzt wieder nicht. Des Königs Henker. Das habe ich. Das habe ich von 2005. Aus der Asche. Mhm. Wer Wind sät. Sturm aufs Paradies. Der schwarze. Was? LXL? Ach, 1x1. Das schwarze LXL, genau. Wer kennt's nicht? Zirkus Zeitgeist. Und Brot und Spiele. Das schwarze LXL.
Brot und Spiele ist sehr, sehr cool. Oh, da wollte ich dir, glaube ich, mal einen Link zuschicken zum Hast du, Brunhill, da hast du mir schon längst geschickt. Hab ich auch angehört, ja. Das und? Ja, war okay. Gefällt dir? Ja, jeden Edelstein umdrehen. Aha. Brunhill. Brunhilde. Ah, er kann sich noch dran erinnern, Leute. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen. Dann hat's ihm, ja, ich hab's ja gehört, das Lied. Deswegen kann er mich auch nicht. Das heißt ja nicht, dass du dich unbedingt dran erinnern kannst. Wir kennen ja dich. Also manche vielleicht. Wir kennen ja dich. Auf jeden Fall. Genau, wir kennen ja dich. Und deswegen, weil ich das zu deinem... Schunko, denkt daran, dass wir es nicht nur mit Dr. Cortex zu tun haben. Nehmt euch vor Uka in Acht. Er ist ein viel gefährlicherer Gegner, als man sich vorstellen kann. Ja, Akku. Ich wollte dich unterbrechen. Nö, alles gut. Alles gut. Wenn Akku was zu erzählen hat, dann schweigen die Krüge. Schieß die Bombe ab. Wenn er meint. Halt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, um vielleicht mal kurz zu Crash zurückzukommen. Gerne. Diese Art von Leveln mochte ich irgendwie noch nie wirklich. So. Ich weiß nicht, irgendwie so rein, also jetzt rein vom Zusehen. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich es ja selber noch nicht gespielt habe. Deswegen will ich da jetzt nicht abschließend irgendwie. Also diese Fluglevel finde ich eigentlich noch recht angenehm, deswegen habe ich da das jetzt halt nichts immer gegen. Ich meine, klar ist die Idee cool, aber ich fand das immer so ein bisschen random bei Crash. Random. 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 Aber mal schauen, also vielleicht, ich verbinde sowas, verbinde ich tatsächlich eigentlich eher immer so Flugsachen und sowas mit Spy. Vielleicht kommt das daher so ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin ja nie mit Spyro aufgewachsen, deswegen kann ich das nicht so nachempfinden. Aber ich mag aber Spyro auch nicht. Überleg mal, wie groß du geworden wärst mit Spyro damals. Nicht viel größer. Ich meine, du hättest bestimmt trotzdem deine wunderschöne 7 Stimmen gehabt, oder? Ja, wer weiß. Dann wäre aus meiner Gesangskarriere nichts geworden. Kann nicht alles sein. Richtig. Aber was man auf jeden Fall mal wieder haben kann, ist ein schöner Risikoarm. Ja, gerne. Wir haben schon gesagt, wir wollen, Steffi und ich, irgendwann mal mit dem C hier zusammen, so eine, einfach mal auf ein verlängertes Wochenende oder so, mal so eine kleine Ferienwohnung mieten, irgendwo nirgendwo, unerreichbar von irgendjemandem. Und dann einfach mal das ganze Auto mit Brettspielen vollladen und dann einfach mal 2-3 Tage lang Brettspiele zocken. Das wäre voll geil. Ja, wenn du da auch Bock drauf hast, gerne. Also Bock hätte ich auf jeden Fall. Wenn man das mal irgendwie hinkriegt. Danke, schnell. Ja. Ich, also, muss ich vielleicht mal kurz erwähnen. Muss ich nicht, tue ich trotzdem. Ach, scheiße. Ich habe den ich habe den Alex und die Steffi, wann war das denn? Im Jahre 2016, Anno Domini, habe ich sie in ihrer Ferienwohnung in Oberhausen damals besucht. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Die Tasse. Ich erinnere mich dran. Und genau. Und da haben genau wir. Da haben wir, glaube ich, von, lass mich überlegen, ich glaube so von ca. 20 Uhr abends bis 3 Uhr nachts oder so Risiko gespielt. Am Stück. Und das war echt geil. Das war sehr anstrengend auch irgendwie zum Ende. Findest du? Also ich meine, nicht anstrengend im negativen Sinne, aber es war schon, weil man da halt schon ziemlich konzentriert bei sein sollte, deswegen... Ja, das ist kein Spiel, das man so nebenbei macht. Man muss ja genau. Schon seine Taktik verfolgen und alles, klar. Das ist, wenn Christopher Nolan ein Spiel gemacht hätte, wäre es Risiko. Ah, ja. Das ist genauso wie, wenn Tim Burton ein Videospiel gemacht hätte, wäre es Medieval. Ich mag den Vergleich ehrlich gesagt nicht so gerne, weil ich Tim Burton ehrlich gesagt nicht... Also ich mag seine Filme nicht so hundertprozentig. Nee? Ich kann verstehen, weil Dennis sagt das ja auch, dass das so ein bisschen Tim Burton-Style ist, aber ich finde es eigentlich nicht so wirklich. Weil, weiß ich nicht, ich kenne ja zum Beispiel Nightmare Before Christmas zum Beispiel. Hm. Ist irgendwie überhaupt nicht meins. Und ich finde auch nicht, dass das irgendwie groß Ähnlichkeit hat mit Medieval. Hm. Ja, weiß ich nicht. Das, Also ich, ja. Mein Lieblingsfilm von, ich kenne jetzt auch nicht alle Filme von Tim Burton oder so, aber Sleepy Hollow finde ich eigentlich ziemlich geil. Der, das ist eine Ausnahme, der ist richtig geil. Das ist aber auch kein klassischer Tim Burton, der ist halt nicht so abgedreht, finde ich. Das stimmt, Wenn du jetzt zum Beispiel, Charlie und die Schokoladenfabrik zum Beispiel, ist auch ein total abgedrehter Blödsinn, eigentlich. Habe ich auch geguckt, den fand ich in Ordnung, aber
es ist auch kein Film, den ich mir öfter angucken würde. Also das weiß ich nicht. Mhm. Dafür taugen die Filme nicht so, finde ich. Also Sleepy Hollow, ja. Den habe ich schon ein paar Mal geguckt. Sleepy Hollow ist super. Also ist super. Ja, der ist, den könnte ich eigentlich auch mal wieder gucken. Der ist auch gut. Hast du jemals den zweiten Teil gesehen? Der soll ja ziemlich schlecht sein. Ich habe ihn nie gesehen. Von Sleepy Hollow? Okay, den kennst du nicht. Okay, dann hast du ihn wohl nicht. Also ich weiß, dass es davon eine Serie gibt. Das weiß ich auch. Die habe ich auch nicht gesehen. Netflix. Aber die würde ich nämlich auch mal ganz gerne gucken. Da weiß ich aber überhaupt nicht, wie die sein soll. Ich auch nicht. Aber das ist durchaus im Rahmen, dass ich mir das vielleicht mal anschaue. Aber das ist ein zweiter Teil von Sleepy Hollow. Ja, Hobbit, doch. Gibt es zum ersten Mal. Der ist, glaube ich, nicht von Tim Burton. Aber ist sehen wollte ich ihn auch schon mal. Ja. Der ist auch nicht mit Johnny Depp. Oh, ja, das ist natürlich so ein Problem. Warte mal, das muss ich jetzt mal. Du kannst ja mal eben gucken, was dieser Caster ist. Sleepy Hollow Staffel 5. Wow, okay, da muss ich tatsächlich mal. Ich meinte jetzt eigentlich den Film. Ja, ich weiß. Ich schenke mir mal kurz einen Tee ein während der Ladesequenz. Dafür reicht die Ladesequenz nicht mal. So schnell ist das mittlerweile. Die Sage von der schläfrigen Schlucht. Darauf basiert das Sleepy Hollow mit dem Hessen. Genau, der Hesse, ja. Die Frackhesse. Der Frackhesse. So, was ist da, war das jetzt? Das hat er das da Booklight. Das versuchen wir nochmal eben und dann ist auch schon. Ja, da müssen wir gleich eine kleine Aufnahmepause machen. Die DVD-Version ist im Gegensatz zu allen anderen Versionen ungeschnitten und ab 16 Jahren freigegeben. Also ich habe die DVD-Version, dann habe ich wohl die ungeschnittene. Sehr wohl. Hessischer Reiter. Hessischer Reiter. Hey, 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 ich bin der hessische Reiter. Wie war das noch mit dem, wie ging das andere Lied denn noch, was wir da immer, eine rote Rune ist wie ein rotes, eine rote Rune ist wie ein rotes Leben, die andere. Genau. Ja, genau, bei Medieval. Das war im Irrgarten da. Mhm. Ach, Alex, was ich immer verwirrend finde, weil Irrgarten ist eigentlich das Level danach. Richtig. Das finde ich cool. Ich weiß nicht warum. Eigentlich, na egal. Ja, die Benennung der Level ist generell ein bisschen merkwürdig, finde ich. In dem manchmal. Fall passt es nicht, ne. Generell manchmal etwas merkwürdig. Zum Beispiel auch bei der, wie heißt das, die Kürbisschlange. Ja, genau. König Kürbis. Das wäre ein viel coolerer Name gewesen, aber was ist bitte eine Kürbisschlange? Da bin ich ja schon gespannt, wie König Kürbis jetzt bei Resurrection aussieht. Wahrscheinlich ist der das doch heute gewesen, weil ich habe die Folge heute noch nicht gesehen. Aber die Kürbisschlucht an sich finde ich ziemlich cool. Aber ich habe gesehen, ich habe mal zwischendurch habe ich mal in eine Folge auch reingeschaut. Bei du musst das doch mal länger gucken. Mit ja, mache ich ja auch noch, keine Sorge. Aber ich wollte halt zwischendurch einfach mal... Let's Plays nein! Gucken. Ja... und da hatte ich gesehen, das ist jetzt sowas wie so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Bereich gibt, wo man verschiedene Minispiele machen kann, so die Ebene von Gellomir oder wie das heißt. Ja, genau, es gibt ganz, ganz viele Minispiele jetzt, ja. Ja, das ist ja was komplett Neues, da bin ich ja mal richtig gespannt. Ja, da verbringt er auch eine ganze Menge Zeit mit. Da macht es ja wieder auf 100%, ne? Ja, klar. Ja, du kriegst ja tatsächlich auch eine Belohnung. Also, wenn du alle Minispiele machst, hat er schon verraten, dann kriegst du Odins Schwert. Oh. Und es sieht, ich vermute mal, dass es sowas ähnliches wie das magische Schwert sein wird. Aber mal gucken. Mm. Cool. Ja, was auch geil wäre, ich meine, es gibt ja einen Hammer im Spiel, aber so Thors Hammer wäre zum Beispiel auch. Ja. Der Hammer ist übrigens schwierig zu bedienen in dem Teil, sagt er. Also, du musst sehr, sehr früh ausholen mit dem Hammer und so weiter. Hast Soll du denn, wohl nicht sein. Hm? Hattest du jemals eine PSP? Nee, ne? Ja, doch. Ach so, aber doch. Die hatte ich gewonnen. Das war das Einzige, was ich mal gewonnen habe. Gewonnen? Ich habe bei eBay haben sie eine Umfrage gemacht. Da war ich noch ziemlich jung bei eBay, sag ich mal, ein Jahr vielleicht da. Und da gab es so eine Umfrage, sind sie zufrieden und so, machen sie mit, sie können gewinnen. Ich dachte, ja gut, machst du mal. Und dann habe ich auch gleich mal gerechnet. Einen Monat später oder so kriege ich eine Nachricht, ja, sie haben eine PSP gewonnen. Ich denke, was? Ja, und da habe ich tatsächlich eine PSP zugeschickt bekommen und dann war da noch ein Spiel bei, ich weiß gar nicht mehr, was für eins. Geil. Die habe ich auch nicht lange gehabt, ich glaube 2-3 Monate, ich hatte mir sogar noch ein Spiel gekauft, aber ich war noch nie so der Typ, der unterwegs viel zockt und deswegen, ja. Was haben wir verkauft? Ja, ich mache das Level mal eben so jetzt fertig, weil zum einen mit dem Part beenden. Wusstest du denn damals eigentlich, als du die
PSP hattest, dass es das Spiel gibt für die PSP? Oder war das damals noch nicht draußen zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, das war da noch nicht draußen. Da hatte ich das Spiel verkauft gehabt, ja. Ah. Oh, mein lieber Rüdiger, hat er gerade gesagt. Ja. Das macht er auch im neuen Teil. Ne? Ist das immer noch das Original-Soundfile oder hat er das irgendwie nach... Das Original-Soundfile. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, kann sein, dass sie das neu eingesprochen haben, aber es klingt jedenfalls genauso. Oh, mein lieber Rüdiger, das ist so gut. Vor allem, das ist ja auch so eine Sache, da hört jeder was anderes. Aber für mich klang das immer wie Oh, mein lieber Rüdiger. Ja, ich weiß. Ja, aber die Leute... Das ist richtig. Aber für dich klingt es auch wie mein Oh, mein lieber Rüdiger. Ja, aber eigentlich nur, weil du es immer so gesagt hast. Ha. Ha. Nicht so tief, Rüdiger. Keine KP. Ich weiß nicht, ob ich hier alle Kisten kriege, aber... Komme ich hier noch wieder raus? Bonus, you can also spell it Sonup, but I don't know what it means. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt alle Kisten gekriegt habe, wahrscheinlich nicht. Nee. Ich muss das Level jetzt erstmal beenden, das ist wichtig hier. Let's do it. Dann können wir nämlich die Aufnahme safen. Und dann geht's frisch und munter weiter im nächsten Part. Boah, Leute, habt ihr Lust auf einen neuen Frackhessen-Stream? Mit Muppets? Oh, Nagi! Magi ist lecker. Nagi. Magi. Na, Moment. Es gab Nago, jetzt gibt's Nagi. Ja, natürlich, das ist die Mehrzahl. Ein Nago, mehrere Nagi. Ist doch ganz logisch. Nago. Genau. Nago ist übrigens so was, das ist, glaube ich, der Inbegriff von, Achtung, wieder Anglizismus, random. Oh, ja, ich hasse sowas. Ja, ich weiß. Das ist der Inbegriff von, in dem Sinne, äußerst, ja, das, aber auf Deutsch kann man es echt nicht so gut ausdrücken, finde ich. Das war ein toller Satz, ja. Ja, deswegen. Das ist der Inbegriff von etwas Seltsamem, was man sich aber trotzdem seit langer Zeit gemerkt hat. Kurz random. Und zwar war das bei Alex damals in einem seiner ersten Projekte in Frontschwein, in seinem Original-Let's Play. Ich glaube, im dritten oder vierten Level war das. In einem Wüstenlevel auf jeden Fall, wo Alex auch jemanden auf das Schild gebombt hat im Minenfeld. Ja. Da wurde er irgendwie mal getroffen und so und er sagte dann so voller Inbrunst, na, so. Richtig. Und irgendwie, weiß ich nicht, das hat man sich so gemerkt und irgendwie, weiß ich nicht, das ist schon so lange her, aber das hat es irgendwie... Oder auch die Geschichte mit dem Sachsen, mit dem sächsischen Busfahrer. Ja, das kannst du aber gleich alles im nächsten Part erzählen, weil ich muss mal eben die Folge beenden. Nein. Doch. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und der Dave ist auch noch mit dabei. Ihr könnt euch freuen. Nein. Ciao. Tschüss.